Herzlich willkommen zu unserem Lernvideo über unsere vier Jahreszeiten. Das ist Tom. Er fragt sich, wie überhaupt die vier Jahreszeiten entstehen. Werfen wir einen Blick auf Tom. So groß ist Tom auf der Erde und so groß ist die Erde in unserem Sonnensystem. Es gibt viele von diesen Sonnensystemen in unserer Galaxie und diese Galaxie heißt Milchstraße. Es hat unzählige Galaxien in unserem Weltall. Das heißt eigentlich, wir sind winzig. Wir erklären Tom, dass die Erde mitsamt dem Mond einmal in 365 oder 66 Tagen immer auf der gleichen Umlaufbahn um die Sonne rotiert, die übrigens auch ein Stern ist. Gleichzeitig dreht sie sich auch einmal um die eigene Achse. Diese 365 und 66 Tage nennt man ein ganzes Jahr. Diese kann man in vier Phasen teilen, die vier Jahreszeiten. Diese vier Zeiten lauten Frühling, Sommer, Herbst und zuletzt Winter. Dass die Erde sich täglich um die eigene Achse dreht, ist ebenfalls dafür verantwortlich, dass Tag und Nacht an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten entstehen. Das kommt daher, dass die Sonne immer nur auf den Teil der Erde scheinen kann, der ihr zugewendet ist. Diese Vorgänge nennt man Erdrotation und Revolution. Früher dachte man, ihretwegen, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Die Sommersonnenwende ist der längste Tag im Jahr und die Wintersonnenwende ist der kürzeste Tag im Jahr. Ihre Daten lauten der 21. Juni und der 21. Dezember. Wenn die Sonne in einem 90-Grad-Winkel auf einem bestimmten Punkt auf der Erde steht, nennt man das den Zenit. Der Zenit kann zwischen den Wendekreisen 23,5 Grad nördlicher Breite und 23,5 Grad südlicher Breite auftreten. Und eben weil die Erde um 23,5 Grad geneigt ist, gibt es Jahreszeiten. Wenn die Erde gerade stehen würde, wäre überall immer das gleiche Klima. Jetzt hat es Tom verstanden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, ihr habt es jetzt auch verstanden.